Ja, guten Tag. Huch, das Licht ist ja. Moment, ich muss erst den richtigen Spot hier finden. Also nochmal guten Morgen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung vom Arbeitskreis und auch von der Buchmesse. Ich freue mich wirklich, hier sein zu dürfen und Ihnen die Arbeit vorzustellen, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben im Thema Social Media. Social Media an und für sich ist für R&D, wo ich jetzt arbeite in dem Umfeld, eher nicht so geläufig. Und für uns ist das einfach eine Überlegung gewesen, ob wir in dieser Informationsquelle einsteigen und da drin einen Wert für unsere Arbeit sehen, um unsere Projekte im Portfolio einer Pharmafirma einfach helfen, vorantreiben zu können. Vielleicht auch noch mal zum Punkt, warum nehmen wir denn Medikamente? Ich dachte, ich steige vielleicht so ein in die Gesprächsrunde. Wir nehmen Medikamente, um unsere Überlebenschancen zu erhöhen, gerade wenn wir an sehr schwerwiegenden Krankheiten leiden. Wir nehmen Medikamente, um die Symptome zu vermindern, die mit einer Krankheit einhergehen, aber auch sehr viel, um den Impact auf unser tägliches Leben einfach mit beeinflussen zu können. Wir nehmen Medikamente, um das Risiko zu minimieren, das einhergeht mit den Erkrankungen, an denen wir erkranken können oder an den chronischen Erkrankungen, die wir haben, die sich mit einstellen können. Das heißt, bei der Betrachtung, ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, müssen wir nicht nur diese klinischen Symptome, die gut messbar sind, die Sie bei Ihrem Arzt auch feststellen, wenn Sie zum Arzt gehen, ich habe Fieber, das ist messbar, das ist alles ganz klar. Wir müssen uns auch dem stellen, dass wir sehen müssen, welchen Einfluss können wir in der Verbesserung der Lebensqualität für die Patienten erzielen, für ihr Umfeld. Jetzt ist natürlich dann die Idee gewesen, als wir das überlegt haben, wollen wir da einsteigen. Social Media ist heute überall eigentlich schon gang und gäbe. Jeder ist mehr oder weniger damit vertraut. Tja, gerade habe ich es noch ausprobiert und es ging wunderbar. Jetzt. So. Social Media ist heute nicht mehr wegzudenken und wird natürlich auch sehr unterschiedlich eingesetzt. Ich habe mir eine, vielleicht gehe ich doch zu dem alten Klicker zurück. Ups. So, jetzt muss ich Ihnen alles ohne Slides erzählen, das wäre jetzt auch mal eine Herausforderung. Ich habe mir eine Veröffentlichung angeschaut aus dem Jahr 2019. Da wurde eine telefonische Umfrage zur Nutzung von Social Media gemacht mit einer repräsentativen Anzahl an Nutzern. Und man kann sehen, dass jetzt das nochmal gegenüber den Jahren 2016 deutlich angestiegen ist, dass 68% der Amerikaner zumindest auf Facebook zu finden sind und es nutzen. Das wird nur übertroffen von YouTube und einige weitere Kanäle liegen auch immerhin über den 20%. Nicht alle Kanäle sind hier verzeichnet und es geht mir auch nur um den Trend, um das nochmal zu veranschaulichen. Und das Argument, dass das ja nur etwas ist für die jüngere Generation, zählt einfach auch nicht mehr. Denn wie Sie hier sehen können, ist auch, geht natürlich nicht, auch bei den über 50-Jährigen haben wir mehr als 56%, die YouTube nutzen, mehr als 50%, die auf Facebook unterwegs sind. Das heißt, die Leute in jeder Generation nutzen Social-Media-Kanäle, um sich mitzuteilen, um sich auszutauschen. Und ich meine, wir haben selbst auch bestimmt im privaten Kreis immer wieder die Diskussion, was Leute alles posten von sich auf den Social-Media-Kanälen. Und das war natürlich auch die Überlegung, ist es nicht auch einmal wert, Social-Media sehr ernsthaft in Betracht zu ziehen, nicht nur für Marketing, sondern auch dafür, um zu lernen, was für Patienten wirklich zählt. Das heißt, wir haben gesucht, ist es die authentische Stimme, die auf Social Media für uns erreichbar ist und auswertbar ist, um uns zu helfen, klinische Studien besser zu konzipieren. Und dann war die erste Überlegung, okay, wessen Stimme hören wir auf Social Media oder wollen wir überhaupt auswerten? Sicherlich zum einen Patienten selbst, ist ganz selbstverständlich, die wissen am besten, was für sie wichtig ist. Zum anderen aber auch Familienangehörige. Denken Sie an
Seltene Krankheiten, denken Sie an Krankheiten, die Kinder betreffen, die gar nicht in der Lage sind, Social Media zu bedienen. Aber die Eltern sind oft sehr aktiv im Netzwerk, um sich auszutauschen mit anderen betroffenen Familien. Und natürlich die Betreuer, das heißt die Krankenschwestern, Ärzte, aber auch Leute, die im Versicherungsbereich tätig sind. All die haben ihr Forum und tauschen sich aus. Es ist also so, dass diese Leute, die hier jetzt aufgelistet sind, gehören zu dem Kreis, die wirklich wissen, was für die Patienten am wichtigsten sind. Und es ist für uns interessant gewesen, können wir wirklich neue Einsichten gewinnen, die nicht durch die herkömmlichen und traditionellen Methoden genutzt werden, um zu sehen, wie das Studiendesign aussehen soll. Und was wollen wir eigentlich zum Schluss messen, um zu sagen, eine Studie war erfolgreich? Und ist es wert, dass das Medikament wirklich den Markt und die Patienten nachher erreicht? So, das war das, was ich vorausschicke. Der nächste Schritt, das war natürlich auch, wir reden sehr viel über Data Privacy, Datenschutz. Was also können wir machen? Dann auch noch, oh Gott, hier die große Pharma kommt und lautet jetzt die Social Media aus. Was machen wir mit den Daten? Wo gehen die Daten hin? Das muss natürlich auch alles betrachtet werden und wir haben das wirklich intensiv diskutiert auf verschiedenen Ebenen, natürlich auch mit unserer Rechtsabteilung. Und ich möchte einfach vorausschicken für die Analyse, die ich dann vielleicht noch weiter vorstellen werde. Wir haben eine rein beobachtende Analyse gemacht, das heißt retrospektiv. Wir sind nicht in Interaktion mit Patienten getreten, wir haben keine Fragen rausgeschickt, wir haben wirklich nur das betrachtet, was die Patienten oder Patienten und ihre Angehörigen und Caregivers gepostet haben. Wir haben auch nur öffentlich zugängliche Datenquellen genutzt. Das heißt, alles, was wir genutzt haben, können Sie auch nutzen. Wir haben uns nirgends weder privat noch als Roche eingeloggt, User-ID, Passwort generiert. Das ist nur das, was wirklich öffentlich zugänglich war. Wir haben auch keine Aggregation. Das heißt, wir haben nicht User-Profile und haben versucht, ach Gott, ja, Frau Graumann hat was gepostet, ach und hier auch auf dem Kanal und führen das zusammen. Das ist nicht geschehen. Wir haben das stehen lassen, haben alles anonymisiert, was an Namen oder Verdeutlichungen da noch irgendwo wäre. So, nur um das vorauszuschicken. Also damit es dann noch sicherer wird, haben wir es auch so gemacht. Intern kann nicht jeder auf diese Ergebnisse zugreifen. Das heißt, die Posts, die wir runterladen und indexieren, sondern das ist auch nochmal in einem geschützten Bereich und ist nur den Leuten zugänglich, die die Datenanalyse gemacht haben. Das ist eine persönliche Einschätzung, die wir als Team jetzt einfach hier getroffen haben und die zutreffend war für den Piloten, den wir gefahren haben im Bereich Social Media. Das muss nicht generalisiert werden und möchte ich jetzt hier auch nochmal betonen. Es ging um die Verlässlichkeit der Quellen. Es gibt viele Social Media Kanäle, die Sie wirklich einsehen können und angehen können. Und wir haben gesehen, dass wir, wenn wir mit Twitter oder LinkedIn, die sind sehr schnell, aber wenig informativ einfach. Das ist der Hauptgrund. Wenn wir dagegen zu Blogs und Foren gehen, wie das Linda Ronstadt Forum oder das Patientenforum XY, das zum Teil sogar moderiert ist, das heißt, da werden auch Kurationen vorgenommen, haben wir gesehen, dass wir sehr viel mehr Qualität in die Aussagen mit reinbekommen, die wir auswerten können. Aber wie gesagt, ich möchte wirklich betonen, dass der Disclaimer, das ist unsere Einschätzung und das war zutreffend für den Piloten, den wir gefahren haben, denn alles, was so auch mit AI und so weiter zu tun hat, das kann ich, was ich nachher zeige, kann man nicht eins zu eins übertragen auf andere Erkrankungen. Es ist jedes Mal wieder eine neue Anfrage, die wir sonst ja auch im Bereich Informationsmanagement kennen. So, Social Media ist auch mittlerweile bei den Gesundheitsbehörden deutlich gestiegen als Quelle, dass man sie nutzen kann. Das hier ist ein Bild aus der Patient Preference Information FDA Guidance von 2016, wo auch eingefordert wird, dass in den verschiedenen Bereichen das
gesamten Zyklus einer Medikamentenentwicklung eigentlich auch der Patient hier im Vordergrund stehen muss, der einfach auch mit seinen Ansichten und was bedeutet das für ihn alles mit in Betracht gezogen werden muss und nicht nur klinische Symptome, wie das einfache Beispiel Fieber muss runter. Ja, wir haben uns jetzt fokussiert auf die Clinical Trial Design im ersten Augenblick für den Piloten, den ich Ihnen gerne jetzt weiter vorstellen möchte. Um die Spannung jetzt so noch ein bisschen anzutreiben, noch etwas, was ich gern vorab darstellen möchte. Es ist wichtig zu verstehen, wie funktioniert das bei einer Studie? Das ist ja ein sehr langer Prozess, bis so eine Studie überhaupt ins Leben gerufen werden kann. Es sind viele einzelne Schritte und ein wichtiger dabei ist, man erstellt ein sogenanntes konzeptionelles Krankheitsmodell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob unsere klinischen Teams so einverstanden wären mit der deutschen Übersetzung, aber das soll es sein. Wir brauchen ein Krankheitsmodell, das im Prinzip alle Symptome auflisten, die für diese Krankheit oder für das Stadium dieser Krankheit von Wichtigkeit sind und die auch entsprechend noch bestimmte Impacts auf das Leben der Patienten haben kann. Man macht das in der Regel, indem man einen intensiven Review der Literatur betreibt. Das wird zusammengestellt und ein Entwurf wird vorgelegt, der dann eben mit den Experten immer mit den Patienten. Das wird noch 100-mal besprochen, ist das wirklich alles von der Relevanz wie das, was wir gesehen haben. Und dann, wenn das Krankheitsmodell steht, wird daraus abgeleitet, was eigentlich wollen wir alles messen, was klinisch relevant ist, was aber auch für die Patienten wirklich relevant sind. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir sagen, können wir dazu beitragen, mit der Analyse von Social Media, dass wir Patientenbedürfnisse vielleicht noch besser erfassen können. Wir haben dann einen Piloten gefahren zu Parkinson, und zwar zu Parkinson für Patienten, die erst kürzlich diagnostiziert worden sind und die jetzt in einer klinischen Studie untersucht werden sollten. Was wir gemacht haben, war, es wurde der traditionelle Weg gegangen, um ein Modell zu erstellen, und wir haben parallel und ohne von dem anderen Weg zu wissen, was die herausbekommen haben, versucht, Social Media zu analysieren. Wie ich vorher sagte, für uns war es erstmal neu. Es waren ganz viele Fragen. Man kommt sich doch ziemlich doof vor, wenn man auf einmal eine Quelle vor sich hat, die nicht strukturiert ist, die nicht News sind, die nicht mit den normalen Ontologien funktionieren, die wir aus medizinischen Konzepten her gewohnt sind. Wir wollten die Frage beantworten, können wir mit der Social-Media-Analyse denn wirklich etwas dazu beitragen und können wir auch etwas Neues identifizieren? Uns geht nur um den Piloten und wir waren uns auch dem Punkt bewusst, selbst wenn wir etwas Neues identifizieren, heißt das noch lange nicht, dass wir jetzt sagen, okay, das machen wir jetzt durch die Bank für alle Krankheiten, für alle klinischen Studien, die wir erstellen wollen. Wir hatten das Glück mit der klinischen Forschungs-, also mit der klinischen Gruppe für Parkinson zusammenarbeiten zu können. Die sind also da an uns auch mit herangetreten. Das hat sich ergeben. Und was ich sehr schön finde, ich habe das jetzt auch hier zitiert, das ist von der Londoner U-Bahn, das erklärt, wie das alles erstellt wird. Aber wichtig ist dabei, wenn man sich dann noch mal anguckt, es gibt einen sehr schönen Artikel von Humphrey et al., die beleuchten die verschiedenen Ergebnisse und Vorgehensweisen, ob sie jetzt Patienten interviewen oder mit Key Opinion Leader, mit den Experten die Interviews führen und dagegen die Social Media Analyse. Und ich will das auch gar nicht im Einzelnen durchgehen. Was mir sehr wichtig erschien und was ich einfach finde, ist, wir haben natürlich immer, wenn Sie Patienten befragen, was ist für sie wichtig? Die Patienten müssen ins Krankenhaus, die Patienten müssen zu ihren Ärzten. Da steht auch schon mal ein Aufwand dahinter, genauso wie für die Ärzte auch. Social Media, das ist hier low. Ja, das ist wirklich was, was man machen kann, ohne irgendjemanden jetzt Ressourcen und Energien eigentlich groß wegzunehmen, außer denen, die die Analyse in den Social Media machen müssen. Also von daher fanden wir das interessant, immer unter dem Aspekt, wir wollen höchstens ergänzend arbeiten, wir wollen
nicht mit dem Ziel arbeiten, dass Social Media irgendetwas ersetzen wird, sondern wir wollen eine Verbesserung zum Wohle eigentlich der Patienten, für die wir das alles machen. Okay, also auch mein Klicker ist nicht besser als der vorhergehende. So, wir sind mal vorgegangen. Das erste war natürlich, wie identifizieren wir eigentlich, welche Social Media Kanäle, welche Blogs, welche Foren wollen wir aussuchen? Wir sind ausgegangen auch zum Teil von Literatur, die bestimmte Blogs zitiert für bestimmte Krankheiten. Wir sind ausgegangen von Patient Associations. Wir sind von den Ärzten natürlich, die auch bestimmte Gruppierungen kannten, Patient Communities, die wir dann benutzt haben. Wir haben aber auch natürlich Twitter und wir haben anderes auch genutzt und haben letztendlich entschieden, dass wir für unsere Analyse mit 15 Blogs und Foren arbeiten werden und haben hier den Download gemacht dieser Posts. Diese Posts wurden dann weiter bearbeitet. Wie ich sagte, gewisse Anonymisierung hat sofort stattgefunden und dann wurde indexiert, um sie dann dem Textmining zugänglich zu machen. Wir haben insgesamt fast 24.000 Dokumente benutzt, die wir dann analysiert haben. Und nur um das auch gleich vorauszuschicken, AI, und wenn wir mal sagen, Text Mining gehört zu den AI-Technologien oder Natural Language Processing, war enorm hilfreich. Wir hätten das gar nicht ohne machen können. Aber letztendlich war das ein Haufen manueller und Fußarbeit, wo einige Leute auch dran gesessen haben. Ja, es ist ein Pilot und ja, es gibt genügend Firmen, die jetzt auch hier schon Hilfe anbieten und wir suchen das natürlich auch. Aber wie das immer so ist, für einen Piloten, so viel Budget kriegt man auch nicht. Und es war erst mal, um einen Beweis für eine Idee anzutreten, ist sie überhaupt wert, weiter verfolgt zu werden. Was kommt denn dabei raus? Wir haben dann gesehen, dass wir aus den Textmining-Ergebnissen insgesamt 270 knapp Symptome rausziehen können, 166 Impacts. Und wie gesagt, das war gezielt auf Patienten, die relativ kurz erst mit großer Sicherheit als Parkinson-Patienten identifiziert worden und diagnostiziert worden. Und die Einschränkung, wir haben nur englische Posts nachher ausgewertet. Die Leute, die in meinem Team damit dran gearbeitet haben, wir können also anbieten Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch. Und wir haben uns nachher entschieden, weil doch sehr viele Blogs und Foren in Englisch waren, uns jetzt erst im Augenblick darauf zu fokussieren. Wir haben dann diesen Korpus mit Textmining-Möglichkeiten untersucht. Und Textmining gegenüber der klassischen Retrieval-Sprache ist in meinen Augen hier eine gute Wahl, weil er keinen Bias mitbringt. Wenn ich mit einer normalen klassischen Suche da dran gehen würde, hätte ich ja schon eine Liste an Symptomen, die ich absuche, und neue Symptome würde ich wahrscheinlich nur finden, wenn ich die in Co-Occurrence oder hier finden würde. Aber so sind wir sehr offen gewesen und haben versucht zu identifizieren, wir haben hier die Krankheit und welche Konzepte kommen, dass wir finden können, könnte das ein Symptom sein. Und klar, das war auch super schwierig und sehr viel manuelle Arbeit, weil wir konnten ja kein Medical Dictionary dahinterlegen. Wir haben ja keine Ontologien für die Umgangssprache. Als wir die thematische Analyse gemacht haben, also jetzt alles indexiert, versucht abzufragen mit unseren 23.000 aus den so und so vielen Dokumenten heraus, war es dann natürlich auch wichtig, sagen zu können, okay, wie drücken die Leute einen bestimmten medizinischen Term aus? Denn auf den müssen wir nachher zurück, wenn wir auch vergleichbar für das Modell sein wollen mit der herkömmlichen Literaturanalyse und Befragung der Experten. Das heißt, wir haben dann die Konzepte erarbeitet, haben das klassifiziert und haben uns sehr bemüht, keinerlei Interpretationen mit reinzubringen. Also zum Beispiel, wenn jemand geschrieben hat, dass er sie daran leidet, dass sehr stark Drolling, also zu sabbern, ja, dann ist das medizinische Konzept Managing Saliva. Ja, das muss einfach dann irgendwo alles zusammengebracht werden. Und das war ein iterativer Prozess. Immer wenn wir neue Sachen gefunden haben, haben wir natürlich wieder unsere Abfragen laufen lassen, um zu gucken, finden wir mehr, dass wir Bestätigung finden von einzelnen Ergebnissen, die wir durch
manuelle Arbeit auch hatten und das zu ergänzen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele jetzt rausgesucht, wie so Sachen in den Social Media einfach klingen, wenn man sie liest. Und dann ist natürlich so, Tingling heißt Kribbeln. Und dann sagen die Leute, electrical nerve sensations, what feels like a tingling sensation. Oder Vertigo, der Schwindel, I became very dizzy. Ja, das ist nicht, die Leute reden nicht von Vertigo und die Leute reden nicht unbedingt von Tingling. Und bei Voice Change, Crack in her voice, ist auch nicht Voice Change direkt offensichtlich. Und man muss das einfach erst erarbeiten und zuarbeiten. Was dabei rausgekommen ist, wir haben also unsere Liste erstellt, was wir gefunden haben, haben dann die Möglichkeit gehabt, das zu vergleichen mit den Ergebnissen, die sich aus der Literatur ergeben haben. Und ich will auch nicht hier die einzelnen Sachen durchgehen, sondern die Farben sind jetzt hier wichtig. Das, was Sie in dem Blau sehen, das sind eigentlich alle Symptome, die auch die Literaturanalyse erbracht hat. Und das war eigentlich dann die Bestätigung für deren Befund. Was man in diesem Pink sieht, das waren Symptome, die wir gefunden haben, die auch in der Literaturanalyse gefunden wurden, aber nicht in deren Entwurf für das konzeptionelle Krankheitsmodell aufgenommen worden waren. Und die in Gelb, das sind diejenigen, die wir gefunden haben, die sie noch nicht in ihrer Literaturanalyse gesehen haben oder für wert gehalten haben, mit aufgenommen zu haben. Das heißt, wir konnten tatsächlich neue Symptome auflisten, die mehr als 1% genannt wurden. Sicherlich viel weniger. Also wir können sicher sein, die meisten Symptome sind schon alle gefunden und berücksichtigt worden. Bei den Impacts auf das tägliche Leben war es sehr ähnlich. Die Farbgebung ist wieder die gleiche, dunkelblau repräsentiert, wo wir bestätigend gearbeitet haben im Vergleich zur Literaturanalyse. In den Pinkfarben, das ist etwas, was man dann den Experten überlassen muss. Wollen Sie es vielleicht doch mit aufnehmen, wenn es in den Social Media so viel genannt wird? Und gelb waren neue Sachen. Was wir dann gemacht haben aufgrund dieser Analyse war, dass wir eine Recommendation gegeben haben. Unsere Empfehlung war, in dem Krankheitsmodell eben Angst und Dystonie hinzuzufügen bei den Symptomen und mit den Patienten, wenn die nicht von sich aus darüber reden, bestimmte Symptome wie das Kribbeln und die Stimmveränderung einfach nochmal danach zu haken, ob die Patienten das bemerkt haben. Weil sehr viel kam, wie zum Beispiel mit dem asymmetrischen Armswing. Bei frühen Parkinson-Patienten scheint das tatsächlich, bevor ihre Diagnose kam, sehr deutlich gewesen zu sein, weil sie doch häufiger darüber geredet haben. Das andere war, dass wir bei den Impacts wie Stürze und Effekt auf die Arbeit, das ist ganz klar, wenn ich Tremor habe, wenn ich müde bin, dann bin ich auf der Arbeit nicht so effektiv. Ich bin vielleicht auch öfter krank. Und das alles, was Bewältigungsstrategien sind, dass man das mit aufnimmt und haben einen Vorschlag gemacht, über Mikrographie und Verzweiflung nochmal gesondert auch mit dem Patienten zu reden. Das hat soweit dann auch Eingang gefunden, aber das war ein langer Prozess. Das musste natürlich erst in Patienteninterviews mit den Ärzten, mit den Klinikern, mit den Experten, ist das ausgiebigst diskutiert worden. Und ich kann jetzt sagen, dass bis auf Schwindel die Sachen tatsächlich auch Eingang gefunden haben. Das Ergebnis heißt also, dass wir Social Media in diesem Fall für den Piloten, den wir erstellt haben, tatsächlich nutzen konnten, um neue Einsichten zu finden, was für Patienten wichtig ist. Das heißt, eine neue Informationsquelle hat sich dadurch für uns etabliert. Wir haben neues Business generiert, für uns auch im Informationsbereich. Wir arbeiten intensiver mit den Klinikern in diesem Bereich zusammen. Wird es das generell jetzt für jede klinische Studie haben? Wahrscheinlich nicht, weil auch die Anfragen sehr unterschiedlich sind. Wir haben viele Diskussionen schon mit Teams geführt, weil auch eine Limitation hier war, dass wir doch einiges an Ressourcen reingesteckt haben, dass es viel manuelle Arbeit war.
das so nicht Bestand hätte, um das im Großformat tatsächlich auszurollen. Und es ist auch so, dass in den verschiedenen Integrationen, also wir haben da Interesse von anderen Erkrankungen, die haben aber ganz andere Fragen. Und das muss man natürlich schauen, wie man das erfassen könnte. Wir haben schon zu der Zeit, als wir mit dem Piloten begonnen haben, eine Zusammenarbeit mit der Universität Chur und der Universität Zürich begonnen, weil wir gesagt haben, wenn wir weitermachen wollen und weil auch einfach ein externes Interesse da ist, die Datenquelle besser zu bearbeiten, ein Tool zu entwickeln, mit dem wir besser downloaden und klassifizieren können. Das nennt sich MEDMON für Media Monitoring. Und dieses Tool, die Entwicklung dieses Tools geschieht technisch hauptsächlich in den Universitäten und wird bei InnoSwiss gefundet, bezahlt. Und wir haben wirklich hier die Hoffnung, dass wir solche Kanäle der Social Media wie Twitter, Blogs, Patient Forum, dass wir die besser nutzen können. Das wird nicht für die Roche sein, sondern das wird natürlich in ein anderes Modell und breiter verfügbar sein, wenn sich das wirklich als erfolgreich herausstellt. Wir haben ein großes Interesse und fangen an, weil wir natürlich auch sagen, können wir das, was wir bei Parkinson gefunden haben, auch als neue Ontologie der Umgangssprache vielleicht besser etablieren und dass wir das eben auch hier bei einigen anderen Erkrankungen jetzt als Piloten weiterfahren wollen. Wir nutzen Textmining intensiv. Die Fähigkeiten, die sehr stark im Vordergrund standen, warum wir es machen konnten, waren gutes Verständnis für Informationsmanagement und Information Science, aber auch ein gutes Verständnis für die Erkrankungen, für die Klinik und für die Entwicklung. Und ich denke, ich bin fast am Ende. Das ist ein erster Snapshot, wie das Tool mal aussehen könnte. Sehr viel wird auf Visualisierung Wert gelegt. Das haben wir vorhin auch schon öfter gehört. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr, wenn das Projekt zu Ende geht, das auch so, erfolgreich zu Ende bringen und dass es Eingang findet und von vielen Leuten genutzt werden kann. Und meine letzten zwei Slides sind ganz kurz eine gewisse Aussicht, was wir noch machen wollen, wo wir beitragen können und wo wir auch glauben, als Informationsmanagement, auch wenn wir, und es ist eine gute Kombination mit Data Science, wenn man das technologisch auch betrachtet, wichtig wird werden, dass wir multilingual arbeiten können, dass das also nicht auf eine Sprache beschränkt ist. Es gibt großes Interesse auch zum Beispiel an chinesischen Social Media Posts. Aber da muss man sagen, das sind sehr viel rechtliche Sachen, die man da auch noch weiter abklären muss. Das ist alles gar nicht so, dass man sagt, aha, jetzt hat man hier die Technologie, geht gleich los. Nein. Dann, die, was ich schon sagte, medizinische Konzepte sind vorgegeben und das Mappen der Umgangssprache auf die Konzepte ist natürlich auch ein großer Aspekt. Der programmatische Ansatz, nicht einfach nur die Symptome zu identifizieren, sondern gleich aus den Texten den Zusammenhang Krankheit, Symptom, Impact zu finden, wäre natürlich von großem Interesse. Okay. Gerade die FDA ist sehr aktiv und unterstützt Social Media, aber nur in bestimmten Bereichen. Man kann nicht sagen, man kann es jedes Mal anwenden und mit einreichen. Es gibt Interesse, was könnte man noch mit Social Media machen? Demografisch wäre von Interesse und auch die verschiedenen Regionen, wo sind die Patienten, ist ein wichtiger Aspekt dabei. Und es ist so, dass wir als Roche, ja, wir sind in der Forschung. Das waren Leute aus unserer Data Science Gruppe, die eine sogenannte Mixed Capability Gruppe sind, wo wir Informationsspezialisten, wo wir Cheminformatiker, Bioinformatiker, Computer Scientists haben. Die haben da zusammen dran gearbeitet und ich glaube, das ist auch der Schritt in die richtige Richtung, dass man sich auch mit anderen Gruppen zusammenschließen muss. Also wenn man Informationsspezialist ist und nicht programmieren kann, dann muss ich irgendwo doch jemanden haben, der vielleicht da in der Richtung mehr unterwegs ist. Und wir wollen auch
an die Öffentlichkeit gehen und andere Firmen, die Akademie. Deswegen haben wir zum Beispiel an der ISMB dieses Jahr ein Panel gehabt zum Thema Social Media Analyse, was auch wirklich sehr gut angekommen ist, sodass man sich austauscht und nicht im stillen Kämmerlein irgendetwas macht. Und die Anzahl an steigenden Publikationen zeigt auch, dass das Interesse an dieser Art der Auswahl und der Quelle einfach immer größer wird. Ich möchte gerne noch mal hier auf jeden Fall sagen, das sind die Leute, die da hauptsächlich dran gearbeitet haben, der Matthias Ledin und der Raul Rodriguez Esteban. Raul ist ein Text-Mining-Experte, nicht nur bei uns in der Firma, sondern NLP-Experte, wird auf jede Konferenz eingeladen. Genauso Matthias ist ein Biologe von Haus aus, der jetzt noch Bioinformatik studiert hat und sehr versiert ist. Jürgen ist ein versierter Biologe mit großem klinischem Verständnis. Tobe hat uns geholfen, ist Social-Media-Experte und Tana Staunton ist vom klinischen Team gewesen. Und meine Kollegen Venus So und Ching Yang aus New York von Data Science, die haben uns geholfen, gerade beim Runterladen von den Daten. Dann nochmal unsere Kollaborationspartner von den Universitäten. Und damit bin ich jetzt fertig.